Ja, wir befinden uns hier im Boman-Museum in Celle. Das ist ein Heimatmuseum im besten Sinne für eine relativ kleine oder auch größere Stadt. Und wir haben ein großes Museum mit einem reichen Fundus an bürgerlicher Kultur und bäuerlicher Kultur. Das Boman-Museum gibt es seit über 100 Jahren und entsprechend alt waren auch unsere Sonderausstellungen. Es gab also Einbauten, die schon von Anfang des 20. Jahrhunderts waren, dann wurde immer mal modernisiert. Aber so eine ganz vollständige Umgestaltung und Neugestaltung hat es noch nie gegeben. Und jetzt ist also das Haus wirklich auf dem neuesten Stand mit 7 großen neuen Rundgängen, die ganz viele verschiedene Aspekte des Kulturlebens in und um Celle beschreiben. Vorplanungsphase war bestimmt über 4, 5 Jahre und dann die Umsetzung 3 Jahre. Also was ist neu am Boman-Museum eigentlich alles? Es hat sich komplett geändert. Das ist erst in erster Linie die thematische Ausrichtung oder die thematische Gestaltung der Rundgänge, die ganz neu gedacht wurde. Wir haben einen ganz neuen Zugang zu den Objekten gesucht, wollten also nicht mehr Objektgruppen zusammenstellen, sondern wollten mit einem historisch-anthropologischen Ansatz, der also mehr die Mikrohistorie und die Menschen in den Fokus, in den Mittelpunkt rückt, die Objekte, also Menschen und Personen zuordnen, also den Menschen in seiner Interaktion mit den Objekten, die er vielleicht besessen hat oder die ihn beschreiben oder zeigen, darstellen. Im Rahmen der Umgestaltung haben wir natürlich auch sehr viele Medienstationen zum Einsatz gebracht. Natürlich sage ich deswegen, weil es einfach heutzutage die Seh- und Lesegewohnheiten der Menschen ganz andere sind als noch vor 30, 40 Jahren, wo man mit Texttafeln an den Wänden die Menschen in Museen glücklich machen konnte. Heute möchten sie interagieren, heute möchten sie mal hören, mal sehen, mal lesen. Es muss also auch ganz viele verschiedene Sinne ansprechen. Ja, die Reaktionen sind sehr positiv. Eine Station löst immer Begeisterung aus. Wir haben ein großes Gemälde und dazu gibt es eben von dieser Familie das Familienbuch, wo der Vater immer notiert hat, was seine Kinder so in den Jahren gemacht haben, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und man hat wirklich das Gefühl, die Person zwinkert einem zu, wenn man das hört und das Gemälde dazu anguckt. Und das sind eigentlich auch die Reaktionen der Besucher, dass das sehr gerne angenommen wird. Ja, wir befinden uns hier im ersten Ausstellungsbereich. Das geht hier ums bäuerliche Leben sozusagen. Und da haben wir ja relativ viele Medienstationen, zum Beispiel eine Station, wo es um die Struktur oder die räumlichen Gegebenheiten der Heideregion hier geht. Wie ist die entwickelt? Wo kann man Stationen absehen? Und wie ist es dann sozusagen zu der Landwirtschaft, wie wir sie heute sehen, gekommen? Das ist in einer Anwendung zu sehen. Dann haben wir hier Interviews, die vor Ort mit örtlichen Bauern geführt wurden. Das ist auch von Insynergie betreut und umgesetzt worden. Dann haben wir dazu kombiniert Hörstationen, an denen man eben auch hören kann, was die einzelnen Beteiligten sagen. In der Regel immer haben wir versucht, O-Töne von beteiligten Personen zu kriegen oder Leute, die sich erinnern an Situationen, sodass das Ganze ein bisschen lebendiger wird. Wir haben auch ein Spiel installiert, das der Besucher probieren kann, wie er mit den Neuerungen von Teer, das ist eine bekannte Größe hier aus Celle, die also die Landwirtschaft doch, kann man so sagen, ein bisschen reformiert hat und verändert hat. Und man kann also sich jetzt in diese Situation des Bauern oder des Stadtmenschen begeben und ein Spiel spielen und gucken, ob man Erfolg hat oder nicht oder ob man verhungert oder reich wird. Ja, in diesem Fall haben wir den Bildschirm integriert in eine Gesamtinszenierung an der Wand. Den einzelnen Themen sind eben auch noch einzelne Objekte zugeordnet, wie zum Beispiel diese beiden Porträts der Könige von Hannover, die zu der Zeit von Bedeutung sind. Und deswegen haben wir es nicht als Touchscreen einbauen wollen, weil eben man sonst die Verbindung zu den Exponaten nicht gefunden hätte. Man hat also eben das Thema liberale Verfassung. Und das ist eben der Bezug zu König Wilhelm IV. Bei einem Großprojekt von über 3 Millionen Euro Gesamtvolumen sind EU-Mittel mit drin und entsprechend muss man natürlich die Stellen dann auch ausschreiben. Und wir haben im ersten Bauabschnitt mit Insynergie zusammengearbeitet und das hat alles so gut geklappt und dann haben wir einfach weitergemacht.